Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Hello, hello. Nein. Wieder mit Miri, aber das, diesmal vier Monate später. Das geht nicht, das ist falsch so. Es sind jetzt seit der letzten Hello, hello Aufnahme. Wir haben das Spiel gerade eben spontan gestartet. Ich so, hey, kannst du noch das spielen? Und dann auf einmal ich so, wow. Das ist weil wow. Alles spiegelverkehrt ist. Ja, außer das da unten. Warum? Gibt's einen Unterschied, jetzt wenn wir spielen? Ja, das ist eine andere Wohnung. Nein, nicht ernsthaft. Doch, das anders. Warte, sind wir ein Mädchen? Oh mein Gott, das ist ganz so schön. Bad End, unringing phone. Alter, was geht ab? Jetzt ist wieder normal. Was ist passiert? Okay, Freunde, aber nur mal zum Vergleich. Das war gespiegelt. Oh, du warst. Bist du ein Mädchen? Ich dreh mich um, dann auf einmal fleeing the phone, end 3. Hey, where are you? Wait for me, I'm coming to see you. Das hatten wir doch alle schon. Das Spiel fickt mich gerade. Mami. Oh Gott. Was ist passiert? Gibt es denn wirklich... Das sind die Tagesnachrichten. Gestern Morgen wurde eine Frau von einem Auto überfahren. Schwer verletzt. Sie starb an diesem Morgen. Oh mein Gott, was? Das sind die Nachrichten von letzten Monat. Ende 6. Alter. Alter, letztes Mal war das Spiel nicht so krass. Ich hab gerade wirklich Schiss, okay? Jetzt ist Fernseher aus. Können wir den Ton irgendwie leiser machen? Wieso denn? Da macht mir Angst. Wieso denn? Oh mein Gott, da war jemand. Was ist jetzt los? Ich hatte, da war jemand rechts oben in der Ecke. Okay. It hurt. Schmerzt. Ende 20. Was? Da oben war jemand in der Ecke? Ja, da war oben jemand in der Ecke. Ich glaube, der kam da oben raus. Oder es war der Tisch. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur von hinten gesehen. Ich habe gerade so... Ah, wir können auch rennen. Mirror. On the wall. Mirror, mirror on the wall. Machen wir es nicht kaputt, ich habe gerade Schiss. Ja, die sind immer noch da. Hello. Die sind gleich geblieben. Why did they fall down? Das hatten wir auch schon. Ah ne, es war wahrscheinlich der Schrank, der sich bewegt warum, hat. Warum ist es an? Ja, wahrscheinlich. Es hat vielleicht für mich so ausgesehen wie eine Person, weil ich es von hinten gesehen habe. Es klopft. Ja, aber da wissen wir ja, was passiert. Just let it be morning. Okay, es tut sich nichts mehr. Also nichts mehr Neues zumindest, aber das wow, das war krass. Das war. Ey, das waren die krassesten paar Minuten. Das. Ich kann nur noch wegen. Oh Gott. Okay. Krass. Wow. Ich hab grad so geschrien, ich glaub. Und ich muss heute Nacht noch alleine nach Hause. Das tut mir jetzt ehrlich leid. Natürlich. Und ich hab das Spiel auch noch in der Tasche. Na toll. Na toll. Tüdelü. Sorry, dass wir es gerade nicht aufgenommen haben, aber wir haben gerade das True Ending dieses Spieles gespielt. Wir haben es erreicht, ja. Wir haben es erreicht. Cool. Wir haben das True Ending dieses Spieles gespielt. Ja. Und sorry, dass wir es euch nicht gezeigt haben. Wir waren gerade so mittendrin. Und hätten wir jetzt mittendrin die Aufnahmen gestartet, hätte so viel gefehlt, weil es war echt gerade so eine kleine. Wir haben einfach nur noch interpretiert und logisch nachgedacht. Ja. Und haben das Spiel versucht und zu haben, das wir haben geil. Das Spiel versucht zu verstehen mit Logik. Wir sind Germanisten, wir können das. Und sind dann zum True Ending gelangt, indem wir alles aufgeklärt haben. Das ist jetzt scheiße zu erklären. Ich kann es selber gar nicht so richtig erklären, weil das Ende ist auch wirklich Interpretationssache. Ja, also das ganze Spiel ist irgendwie viel verzwickter, als wir es zum ersten Mal gespielt haben. Und es ist eigentlich um einiges cooler. Also ihr habt ja eben gesehen, wir haben das Spiel aus Spaß neu gestartet, da war alles spiegelverkehrt und wir müssen in dieser spiegelverkehrten Welt auch wieder so oft ans Telefon gehen, bis die Botschaft kommt, ich komme.
um dich zu besuchen oder ja. so. Und genau in dem Moment, wo das passiert, in dieser gespiegelten Welt, weil in dieser gespiegelten Welt spielen wir Akari, also seine Geliebte, kann das True Ending erreicht werden, weil dann wird sie durch, den Kamin. Der Kamin ist die Verbindung zwischen den zwei Welten, oder kann man sagen Welten? Ja, eigentlich. Weil normalerweise ja, weil soll ich jetzt spoilern und sagen, was passiert ist zwischendrin? Ja. Weil denen wurde ja beide jeweils der Kopf abgehakt. Das bedeutet, beide sind ja eigentlich tot. Und die Parallelwelten sind würde auch erklären, warum er denkt, dass sie tot, also warum sie ihn heimsucht. Ja. Und die Geister versuchen durch Umbringen, die einfach nur noch zusammenzuführen. Jetzt haben wir es doch. Und deswegen steht ja auch, I wish for your happiness. Still a better love story than Twilight. Ey, das ist voll geil. Also Leute, das ist nicht nur so ein Jumpscare-Scheißbrett. Das Spiel hat eine tatsächliche Geschichte. Das ist richtig geil die einfach. Die verdammt komplex und verzwickt ist. Mhm. Aber I wish for your happiness. Mhm. Das True Ending. Mirrored Lovers. Wir verlinken, oder ich verlinke mal, wenn ich daran denke, in der Beschreibung unten ein Video, das geht ungefähr 40 Minuten. Da sind alle Endings aufgeführt, da könnt ihr euch das alles nochmal angucken. Es tut uns jetzt echt leid, dass wir das nicht aufgenommen haben. Aber... Ja, das war schon cool jetzt. Das war... Also es war wirklich awesome, ich hatte gerade richtig Gänsehaut, weil... Das war echt ein Gänsehaut-Ending. Ich verlinke euch das, ich gucke, dass ich das verlinken kann. Da ich dran denke. Miri erinnert mich dran. Mhm. Der ich das verlinken muss. Und ihren Kanal verlinke ich. Habe ich das jetzt mal auch nicht getan. Ja. Yeah. Doch, beim Hello habe ich sogar getan. Ach so. Nur bei Barbie nicht. Bei Barbie ist auch nicht nötig, ne? Spiel mal Barbie. Für den Podcast. Ich habe ein tolles Barbie-Spiel. I wish for your happiness. Das hat nichts mit Barbie zu tun. Ja. Yeah. Tüdelü. Ciao.